Was ist hier raus? Nö. Wäre zu einfach. Sorry. Aber ich fürchte, das geht nicht. Einfach drauf auf die Weichstellen und dann sieht das dann am Ende so aus. Ja. Hatte irgendwas drin in sich. An sich könnte ja was in sich haben. Scannen. Alles gescannt, super. Einfach auf die Weichstellen schießen und wenn man, ja, wenn man es nicht schafft und halt zweimal stirbt hinten dran, dann sollte man mal kurz eine Pause machen und dann das mal zu einem späteren Zeitpunkt neu versuchen. Das ist immer das beste Tippchen, also der beste Rat. Besser auswählen. Da gibt es dann sowas hier, erhöht die Feuerkraft, Magazinerhöhung, Betäuben und so weiter und so fort. Hier haben wir Feuerrate. Ich würde mal Magazin erhöhen. Ah, kann ich einmal hier hinbauen. Kann ich auch den Schaden noch erhöhen. Zack. Und hervorragend. Dann haben wir das schon mal, dann ist das MG hier, das hier haben wir jetzt verstärkt. Das hier wäre, das ist unser stärkstes, können wir ein bisschen rumballern. Jill, wir müssen erst die Antenne reparieren. Ja, aber wo? Hier war doch keine Antenne, wo ist denn hier eine Antenne? Ach so. Vielen Dank für den Hinweis. Zack, da hoch. Weltro-Schlüsselkarte. Juhu. Können wir endlich überall durch. Tagebuch des Weltro-Agenten Teil 1. Endlich setzen wir unseren finalen Plan in die Tat um. Es stammt von Jack Norman, unserem Anführer und Waffenbruder. Wir hatten zunächst Zweifel an der Durchführbarkeit, aber jetzt ist es an der Zeit, diesen außergewöhnlichen Plan umzusetzen. Das haben wir dem eisernen Willen unserer Kameraden und demjenigen zu verdanken, der uns durch seinen Einfluss unterstützt. Er hat die Schiffe vorbereitet, die Luxusliner symbolisieren den Verfall der Menschheit und sind ideal und dem Virus verbreiten, der die Menschheit auslöschen wird. Meine Aufgabe ist es, für unsere Mission an Bord der Queen Zenobia zu gehen. Bernard Corti. Den Rest lesen wir irgendwann anders. Könnte was Wichtiges drinstehen, aber gut. Weltro-Schlüsselkarte verwendet. Zack. Mir passiert doch gleich wieder was. Es tut gut, an der frischen Luft zu sein. Oh, Hellmittel. Das Schiff hat uns echt auf Trab gehalten. Yep. Ja, wir haben die ganze Zeit um unser Leben gekämpft. Hoffentlich wird's ruhiger, wenn das HQ Bescheid weiß. Glaube ich nicht. Wird noch unruhiger. Die Antennenverkabelung. Mach das.
Wieder so ein Rätsel. So ein Schaltkreisrätsel. Zack. Das sollte reichen. Versuchen wir es. Hoffentlich geht's. Hier Vermilion. Hauptquartier. Bitte kommen. Hier O'Brien. Seid ihr zwei okay? Geschafft. Boss, hier Parker. Hier ist die Kacke am Dampfen. Und zwar gewaltig. Ich weiß, das Ganze war eine Falle und wir sind blind reingetappt. Was heißt das? Was meinen Sie mit Falle? Boss, was ist denn los? Was ist, Boss? Sagen Sie etwas. Ein Moment, hier kommt gerade ein Notruf rein. Nein, warten Sie! Direktor O'Brien, wir haben einen Notruf von der ESF empfangen. Sie melden Satellitenbewegungen. Die European Security Force? Sprechen Sie. Ja, Sir. Anscheinend wird Terra Grigias Solarenergieintegrator reaktiviert. Wir sind also schon mittendrin. Anscheinend hat jemand die Queen Zenobia entdeckt. Du hast dich kein bisschen verändert. Parker! HQ! Was ist los? Wir haben ein verdammtes Problem. Die Solarenergie-Matrix wurde aktiviert. Sie zieht direkt auf die Kreuzfahrtschiffe im Mittelmeer, die Veltro, als Versteck dienen. Die Satelliten, die Terra Grigia zerstörten. Sind direkt über uns. Sie können doch nicht einfach das Ultimatum ignorieren und das Schiff zerstören. Boss, hol sie uns hier raus! Nö. Wäre zu einfach. Sorry. Aber ich fürchte, das geht nicht. Bisher bei Resident Evil Revelations. Nein. Wir sind auf der Queen Semiramis. Verdammt, ich habe kein Signal. Vielleicht kriegen wir sie wieder hin. Seid ihr zwei okay? Geschafft! Hier ist die Kacke am Dampf. Wir haben ein verdammtes Problem. Die Solarenergie-Matrix wurde aktiviert. Die Satelliten, die Terra Grigia zerstört. Boss, hol sie uns hier raus! Sorry. Aber ich fürchte, das geht nicht. Was geht da vor? So ein... Fahrerzeit ist um, fürchte ich. Eine Rettung ist unmöglich. Chris wird mit dem Schiff nicht rechtzeitig bei euch sein. Chris, ist er okay? Keine Zeit zum Reden. Ich versuche, den Angriff zu stoppen. Ende. Verdammt, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. So ein Aslak. Lässt uns einfach hier auf dem Schiff. Ich will hier weg. Ich will hier runter von diesem Gruselschiff. Ich will nicht. Ich war schon lange genug auf diesem scheiß Schiff hier. Ich will hier runter. Ihr Jackass, der Chef hat mich informiert. Euch bleibt nur noch eins. Sterben. Legt das Zielsystem des Satelliten ab. Und wie zum Teufel tun wir das? Ich weiß alles über dieses Schiff. Ich krieg's raus. Geht erstmal wieder rein. Ich melde mich bald wieder. Geht erstmal wieder rein. Vielen Dank. Da komme ich gerade her. Ich komme da gerade raus.
sehr, sehr, sehr extremem Bosskampf. Na toll, dann laden wir unsere Munition und gehen mal wieder rein. Na toll, war ja klar, dass wir hier jetzt nicht gerettet werden. Wäre auch zu leicht. Können wir bei der Gelegenheit mal gleich das nächste Kapitel hier lesen. 2004, 12 Stunden bis zum Missionsbeginn. Mein Körper bebt und ich kann nichts dagegen tun. Ist es Aufregung oder Angst? Oder beides? Fremde biologische Organismen schwirren im Geheimlabor, im Kielraum umher. Der Virus ist wasserlöslich. Jeder, der dieses Wasser trinkt, verwandelt sich in ein Monster. Gut, dass ich unten im Kielraum war und im Wasser geschwommen bin. Die Hunter BOV wurde an anderer Stelle infiziert und wir den Virus an Land verbreiten. Heißt bestimmt, wird den Virus an Land verbreiten. Übersetzungsfehler. Der dekadente Schandfleck, die schwimmende Stadt wird bald zum wahrhaftigen Hölle auf Erden. Und wir sind es, die die Menschen in diese Hölle stürzen müssen. Anders werden ihnen sonst nie die Augen geöffnet werden. So hatte Norman es ausgedrückt. Und wenn unser betagter Geldgeber an Norman glaubt, müssen wir das als seine Untergebenen auch tun. Bernard Corti. Weltro. So, hübsches Weltro-Tagebuch. So, ich würde mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Und gleich geht's wieder runter. Gleich geht's wieder runter ins Schiff rein. Freut mich nicht. Nein, finde ich nicht so toll. Runter ist niemals gut. Nein, ich will nicht hier wieder rein. Och, sag nicht, schon wieder ein Gegner. Wir stehen. Nö, nur stehen geblieben. Und nu? Ha, ja, wir kommen nicht zum Aussichtsdeck zurück. Nein. So ein Zufall. Eine Drohne? Ja, Veltro hat sie letztes Jahr für Angriffe benutzt. Der Container ist am Vordeck. Die Drohne setzt Täuschkörper frei, die das Zielsystem des Satelliten ablenken. Okay, dann sind wir unterwegs zum Vordeck. Beeilt euch lieber, Quint Ende. Wie kommen wir dahin? Das müssen wir doch erstmal finden und auf dem Weg lauern natürlich Hunderte von Zombies und andere finstere Gestalten. Wo war nochmal das Vorderdeck? Kannst du es mir sagen, Parker? Ich habe das alles wieder vergessen, weil ich dachte, wir sind raus. Tja. Hab's aus dem Biospeicher gelöscht. Schön gelöscht. Ja. Sämtliche Erinnerungen an dieses schreckliche Ereignis hier verbrennen. Aber nein, wir sind wieder drin. Schön. Vorderdeck. FIFA Vorderdeck. Na, wundervoll. Wie kommen wir da jetzt hin? Ich habe doch sämtliche Orientierung in das Schiff verloren. Vielleicht hier.
entschuldige mich jetzt schon mal dafür, wenn ich hier so rumirre, es ist wieder... Die Drohne ist im Vordeck. Ja, wenn du mir sagst, wie ich da hinkomme, würde sagen, dass ich hier ein bisschen rumirre, das ist klar, weil ich nicht weiß, wo die Vordeck ist. Und das hier auch ein Weilchen länger dauern könnte. Vielleicht passiert hier was Spannendes unterwegs. Da haben wir noch was zu gucken. Oh, Vordeck. Da muss ich erstmal von der Promenade runter. Vordeck, Vordeck. Wie kommt man aufs Vordeck? Cafeteria? In der Cafeteria ist es bestimmt nicht. Reicht überhaupt schon mal? Ladebildschirm? Vor- und Zurücklauf. Ach ja, das. Oh, uns da wartet schon der Kollege auf uns. Tag, guten Tag. Ach, noch mehr von den Kollegen. Ja, guten Tag, seid ihr wieder hier? Stirb. Pistolenmunition. Nice. Ja, könntest du mir auch sagen, wo das Vordeck ist? Dann wäre ich dir ganz dankbar. Ach, da sind. Da ist noch so ein Fritzer. Zack. Du bist des Todes. Stirb. So. Schau mal ums Eck. Mal sehen, wo wir hingelangen. Vordeck kann ja nicht so weit weg sein. Ich kann mich daran erinnern, mal eine Tür gesehen zu haben. Oha! Rachel! Rachel! Ich habe leider keine Zeit zum Spielen. Was zum Kuckuck? Was zum... Was zum Henker kommt die noch mal? Kommt Mayday auch noch mal vorbei? Sagt er auch noch mal guten Tag? Scheiße. Ich habe glaube ich keine Heilpflanzen, oder? Oh wei. Ja, du auch noch. Na, du bist mit einem Schuss zu kriegen. Nein! Ich kann mich heilen. Aber wieso lebt die noch? Ich hab die doch eigenhändig abgeschossen. Ah, danke Parker. Ist jetzt wenigstens wirklich tot. Ich versichere mich nochmal. Zack. So, nochmal nachgeschossen. Da war noch was. Illegales Zubehör. Oh gut. Das Schiff hier ist illegal. Oh, Munition haben wir auch nicht mehr. Nur noch hier noch ein bisschen. Zack, Sniper. Achtung, Sniper. Oh wei. Der ist ein bisschen böser. Hey, bleib stehen. Da haben zwei Schuss gereicht. So. Auf zum Vordeck. Wo geht's zum Vordeck? Oh wei. Noch einer von der Sorte.
Schieß, bevor er schießt. Wow. So. Die Sache ist mächtig. Eine mächtige Pistole, wollte ich sagen. Oh, scheiße. Zack. Du auch noch. Muss ich zielen. Zack. Sterbt. Ihr Drecksviecher. Ja, hier auch noch einer. Oh, wei. Das war's mit ihm. Ich backe gegen die Tür. Toilette, Sackgasse, hervorragend. Sackgassen finde ich in Resident Evil immer am besten. So, oh, Vorderdeck. Hast vielleicht einen Hinweis, wie wir da hinkommen? Eine Schlüsselkarte oder so? Bestimmt irgendwo. Ein Fahrstuhl war da doch. Da müssten wir irgendwie mit einem Fahrstuhl hoch. Da war doch irgendwas mit einem... Nö, hier nicht. Hier ist wieder eine Sackgasse. Da war doch... Ach du Scheiße. Noch mehr von den Viechern. Stirb. Und du auch. So. Hier ist ein Fahrstuhl. Vielleicht können wir den benutzen. Superb. Brücke, untere Kabine. Ich gehe erstmal auf die Brücke. Vielleicht kann ich von dort aus aufs Vorderdeck. Jo. Schnell, Jill. Die Drohne ist im Vorderdeck. Ich weiß. Musst du mir nicht dreimal sagen. Vielleicht könntest du mir einmal auch sagen, wo das Vorderdeck ist. Das wäre hilfreicher. Als die Drohne ist auf dem Vorderdeck. So, Brücke. Brücke an Captain. Wir suchen eine Drohne. Ich heile mich mal kurz. War schon ziemlich angegriffen. Hm, das sieht aus wie ein Fahrstuhl. Ein Rinder. Ah, Vorderdeck. Vorderdeck auch genannt. Da werden wir bestimmt empfangen. Wir werden mal sehr freundlich empfangen von Monstern. Na, nicht? Wo ist die Drohne? Die wüsste ich auch gern. Ach, da kommt schon. Metro-Schlüsselkarte verwendet. Jugend, hier draußen geht es dann wieder zur Sache. Wie denn auch sonst? Ach du Scheiße. Hau bei. Hey, Leute. Super. Diese Waffe ist wirklich Bayer. Hau bei. Los, schieß, 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 schieß. Perfekt. Der stirbt gerade. Oh wei, noch mehr von diesen Willis. Zack. Keine Heilung mehr. Noch mehr von denen hier. Eine Heilpflanze hätte ich gern. Da ist einer. Hervorragend. So, die Drohne bitte einmal. Wäre ganz nett. Ein bisschen verstärkt. Kann ja nicht schaden. Hm, aber wo ist die Drohne? Und warum ist hier noch spannende Musik?
Und wo ist Parker? Viele Fragen. Gibt es darauf eine Antwort? Parker? Hallo? Sind Sie noch irgendwo Monster? Oha, hier kommen noch welche. Wo ein Hubschrauberplatz spaziert. Oh, einer von oben. Und da schießt jemand. Steh auf! So, hier noch irgendwo jemand. Oh, nö. Parker, da bist du ja. Oh, steh auf, Bill. Schieß sie nieder. Ja, keine Munition mehr. Das finde ich doch schön. Aber ja. Naja, das ist gerade richtig scheiße. Das ist nicht so toll jetzt. Und ich sterbe gerade. Schieße wild in die Gegend rein. Und rette dein Leben, Jill. Ist hier wer? Endlich etwas Ruhe und Frieden. Huha. Das war knapp. Gewehrmunition. Okay, vielen Dank. Und was nun? Wo ist die Drohne? In dem Kasten dort. Hinter mir. Jo, wie sollen wir die jetzt betätigen? Gewehrmunition. Vielen Dank, aber ich brauche eine Heilpflanze. Grüne Kräuter. Ja, schön. Und nu. Hier kann man rein. Da, Gott sei Dank. Die BSAA von mir wollen? Wie lange ist das jetzt her? Fast ein ganzes Jahr. So leid es mir tut. Du bist zu spät dran.